Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Zuerst einmal vielen lieben Dank an alle, die letzten Videos bewertet, geteilt oder kommentiert haben. Und ein freundliches Hallo an alle neuen Abonnenten hier auf unserem Kanal. Ja, in der Vergangenheit haben wir schon mal bereits ein Video zum Mercedes-Me-Adapter gemacht. Das verlinke ich euch hier oben in der Infobox, alternativ auch unten in der Videobeschreibung. In unserem heutigen Video geht es aber um die Neuerung in der Mercedes-Me-Adapter-App. Da hat sich nämlich in den letzten Wochen und Monaten gewaltig was getan. Und wir wollen euch heute mit diesem Video einmal die Neuerung zeigen und euch zeigen, welchen Nutzen ihr daraus ziehen könnt. Ja, bevor wir jetzt mit den Neuerungen rund um die Mercedes-Me-Adapter-App anfangen, erstmal eine Sache, die mir persönlich am Herzen liegt. Und zwar, ich habe im ersten Mercedes-Me-Adapter-Video von diesem kleinen Filzstreifen hier gesprochen und ich habe wirklich viele Kommentare dazu bekommen, was es denn jetzt mit diesem Streifen auf sich hat. Also, der Streifen ist zur Fixierung der Abdeckklappe für die OBD-Buchse. Wie man den genau anbringt, zeige ich euch jetzt nochmal hier in so einem kleinen Einspieler. Solltet ihr immer darauf achten, dass das vernünftig sitzt, damit es keine Geräusche während der Fahrt gibt. Ja, das jetzt erstmal so vorweg und wir beginnen jetzt mit der Vorstellung der neuen App. Ja, jetzt gehe ich mit euch die App mal in den einzelnen Punkten durch und damit ihr das besser nachvollziehen könnt und sehen könnt, blende ich euch jetzt einfach mal hier neben mir quasi meinen Handybildschirm ein, damit ihr auch das seht, was ich sehe. Ja, wir starten erstmal mit den allgemeinen Neuerungen in der App. Zuallererst, wie ihr sehen könnt, wir haben ein komplett neues Symbol. Ja, das heißt, wir haben ein neues Logo für die App. Die App an sich ist übersichtlicher. Wir haben eine intuitive Handhabung, eine intuitive Bedienung. Wir haben personalisierbare Inhalte. Ist soweit auch ganz schön. Zeige ich euch gleich auch nochmal in der App. Und wir haben einen neuen Mein Fahrzeug-Feed. Gut, wir starten jetzt mal die App. So sieht das gute Stück jetzt aus. Ihr könnt es jetzt sehen, dass hier oben mit dem Fahrzeugbild ist auch schon der erste Punkt, den ich zum Thema Personalisierung meinte. Und hier sind wir jetzt auch schon am Punkt 1 unserer Reise angekommen. Der Menüpunkt Mein Fahrzeug ist der ganz linke Menüpunkt. Wir haben quasi hier diesen Mein Fahrzeug-Feed. Ganz oben ist der Punkt, den ich meinte mit dem Personalisierbaren. Da könnten wir jetzt oder konnten wir jetzt auch ein eigenes Foto vom Fahrzeug hinzufügen. Darunter können wir jetzt die ersten Informationen sehen, also die aktuell zurückgelegte Strecke auf dieser Fahrt, weniger als 1 Kilometer. Wie lange sind wir unterwegs? 5 Minuten. Und rechts, wir haben noch eine Reichweite von 119 Kilometern bzw. 15 Liter Kraftstoff im Tank. Hier unten drunter können wir das Cockpit starten, ist soweit auch eine ganz interessante Funktion. Hier können wir uns ein paar technische Werte anzeigen lassen, macht soweit auch Sinn. Ist eine schöne Spielerei, gerade für die Leute, die Technik interessiert sind, denke ich, genau das richtige Feature. Dann hier unten drunter haben wir jetzt so einen kleinen Infofeed zum Fahrzeug. Ich kann jetzt sehen, erster Hinweis, okay, Andreas, bitte seh mal zu, dass du in nächster Zeit zur Tankstelle kommst. Also eine kleine Tankerinnerung. Noch bevor die Reserveleuchte angeht, kann ich jetzt hier sehen, dass ich noch eine geringe Reichweite habe. Hier unten kann ich jetzt sehen, dass die Fahrt aufgezeichnet wird. Und ja, das ist quasi der erste Punkt, Mein Fahrzeug. Das war es jetzt mit dem ersten Punkt, Mein Fahrzeug. Wir machen direkt weiter mit dem zweiten Punkt, die Mobilität. Hier haben wir die Tankstellensuche und die Parkplatzsuche mit dabei. Ist soweit auch super gelöst. Ich zeige euch das mal hier. Also hier auf der App können wir jetzt sehen, der schwarze Pfeil ist das geparkte Fahrzeug. Der blaue Punkt ist die GPS-Position hier vom Telefon, das ich in der Hand habe. Also das Fahrzeug steht direkt neben uns. Und wir können jetzt hier mal ein paar Tankstellen und ein paar Parkplätze suchen und uns anzeigen lassen. Wir wählen uns jetzt mal einfach mal diese Independent-Tankstelle hier vorne aus. Hier können wir jetzt sehen, wie die aktuellen Kraftstoffpreise sind. In dem Fall, das hier ist ein Dieselfahrzeug, ist auch hier schon der Dieselpreis hinterlegt. Es bedeutet also, wir bekommen in der Übersicht immer den richtigen Preis für den richtigen Kraftstoff angezeigt, je nachdem, was für ein Auto wir fahren. In dem Fall sind das jetzt 1,239 für den Dieselkraftstoff. Die Preismeldung ist von heute 14.42 Uhr, also auch relativ aktuell. Und ja, wir können uns jetzt, wenn wir das öffnen, auch hier die anderen Preise anzeigen lassen und unten auch die Öffnungszeiten anzeigen lassen. Außerdem können wir, wenn wir möchten, direkt zur Tankstelle navigieren über einen Knopfdruck. Dann läuft das über die Navigation vom Telefon. Finden wir ideal den Weg zur Tankstelle und ich gehe noch mal einmal wieder zurück. Das Ganze natürlich auch für die Parkplätze. Ja, also ich gehe jetzt einmal raus. Jetzt zeigt er mir die Parkplätze wieder an. Ich wähle hier einfach mal diesen Parkplatz aus. Parkplatz am Kreishaus, durchgängig geöffnet, ist sogar beleuchtet. Ganz schön, da möchte ich gerne hin. Drück den Knopf und los geht's. Ja. Das soweit erstmal zum Punkt Mobilität.
Ja, nachdem wir uns jetzt mit dem Punkt Mobilität beschäftigt haben, kümmern wir uns als nächstes um den Punkt Statistiken. Denn hier hat der Adapter auch entscheidende Funktionen. Zum Beispiel wird jede Fahrt vom Adapter automatisch aufgezeichnet und bei euch im Telefon abgelegt. Ihr habt danach die Möglichkeit, die Fahrten zu separieren als geschäftlich oder Privatfahrt und dann über diese drei Punkte hier oben, zeige ich das einmal, diese Fahrten dann sogar zu exportieren. Ihr bekommt daraus eine Excel-Tabelle und könnt das dann als Gedankenstütze für euer Fahrtenbuch nehmen oder ähnliches. Es sind aber nicht nur die Fahrten, die aufgezeichnet werden, sondern hier oben auf dem rechten Reiter haben wir auch die Tankvorgänge. Und hier kann man jetzt auch schon ein bisschen was sehen. Es ist ganz interessant zu sehen, denn jeder Tankvorgang ab 10 Litern Kraftstoffmenge wird vom Adapter erkannt und automatisch hier im Tanklogbuch gespeichert. Hier wird jetzt auch der Preis, den wir gerade eben in dem Mobilitätsreiter gesehen haben, für den aktuellen Kraftstoff automatisch ergänzt. Das heißt, ihr müsst zur Tankstelle fahren, tankt einfach mehr als 10 Liter Kraftstoff und automatisch wird dann euer Tanklogbuch hier gefüllt. Ihr könnt sowohl die Fahrten als auch die Tankvorgänge euch in verschiedenen Intervallen anzeigen lassen, sag ich mal. Ich zeige euch das mal hier bei den Fahrten. Hier können wir jetzt eine Fahrtenliste gehen, auf mehr anzeigen, haben jetzt hier eine kleine Übersicht, ja. Bei den Tankvorgängen ist es ähnlich. Hier haben wir jetzt Tankkosten gesamt. Ich kann die jetzt runterrechnen nach Jahr, Monat oder Woche. Ist soweit echt schön zu sehen und auch ein extremer Mehrwert. Ja, kommen wir nun nach dem Punkt Statistiken zu dem Bereich Service. Auch hier ein entscheidender Punkt mit einem extremen Mehrwert. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, über einen Kurzbefehl hier oben direkt den nächsten Servicepartner in der Umgebung zu suchen. Ja, funktioniert deutschlandweit. Ihr könnt ihn dann antippen, hier in dem Fall uns, und hier direkt Infos dazu sehen, Öffnungszeiten etc. Ihr habt aber auch Möglichkeit, direkt mit eurem bevorzugten Servicepartner in Kontakt zu treten. Das heißt, hier steht jetzt mein Servicepartner, Paul Lüske GmbH natürlich, was denn auch sonst. Ich kann hier mit einem Klick anrufen, eine E-Mail schreiben oder direkt online einen Servicetermin vereinbaren. Ich muss also gar nicht mehr unbedingt anrufen oder vorbeischauen für den Termin. Ich kann es auch einfach online machen. Dann kann ich hier unten den nächsten Mercedes-Benz Servicetermin sehen. In meinem Fall sind das jetzt 133 Tage oder 19.576 Kilometer. Sobald der Service fertig ist, bekomme ich aber auch hier nochmal eine separate Erinnerung über das Portal. Dann kann ich mir hier verschiedene Erinnerungen einrichten, ja, zum Beispiel den Reifenluftdruck einmal in der Woche zu kontrollieren, den Ölstand einmal im Monat zu kontrollieren oder ähnliches. Wer das dann möchte, kann das gerne einstellen, ist so natürlich auch in Mehrwert. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar ist das der Punkt Unfall und Panne. Und hier möchte ich jetzt speziell auf den Mercedes-Benz-Notruf eingehen, den Mercedes-Benz 24-Stunden-Service. Wenn ich jetzt hier über die Adapter-App diesen Anruf auslöse, wird nicht nur meine Telefonnummer übertragen, außerdem auch noch meine GPS-Position, die Fahrzeugidentnummer und der aktuelle Kilometerstand. Habe ich also somit eine Panne mitten im Nichts und habe keine genauen Straßennamen oder ähnliches, kann der Mercedes-Benz-Service mir optimal helfen und mich direkt mit dem Mercedes-Benz-Partner in meiner nächsten Umgebung verbinden. Gut, das soweit dazu. Kommen wir nun zum vorerst letzten Punkt in unserer Mercedes-Me-App. Nach dem Punkt Service haben wir hier den Punkt Mein Konto. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Daten, mein Adressbuch oder auch meine Systemeinstellung zu ändern. Hier kann ich Berechtigungen für die App jederzeit hinzufügen oder entfernen oder auch ein Feedback zur App geben. Unter dem Punkt Hilfe habe ich eine spezielle Kontakttelefonnummer, über die ich jederzeit Hilfe zur Mercedes-Me Adapter App oder zum Adapter bekomme. Gut, das war's jetzt erstmal soweit. Außerdem, der Mercedes-Me Adapter ist dieses Jahr 2019 noch 100% kostenfrei. Ihr habt also die Möglichkeit, besucht uns hier im Autohaus, kommt bei mir vorbei und ihr bekommt alle von mir einen kostenfreien Mercedes-Me Adapter für euer adapterfähiges Fahrzeug. Ja, das war's von mir von diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video Freitag. Bis dahin, tschüss!